Hallo zusammen und damit heiße ich euch mal wieder recht herzlich willkommen zu einer weiteren neuen Folge von uns. Diese Woche werden wir uns mit einer verlassenen Villa beschäftigen, deren Ursprung schon andere Interessierte zur Weißglut trieb. Am Ende kam nun aber doch Licht ins Dunkle, naja zumindest etwas, aber dazu gleich mehr. Solltet ihr uns noch nicht abonniert haben, dann holt das doch jetzt an dieser Stelle gleich mal nach. Wir danken euch dafür und dann geht es jetzt direkt rein in diese Folge. Ich wünsche euch viel Spaß und bis gleich. Wir sind ÖBEXLE direkt aus Leipzig und in dieser Folge zeigen wir euch die Überreste einer ehemaligen pyrotechnischen Fabrik. Die Recherche zu diesem Ort gelang nur durch einen Aufruf in einem Forum und über diverse Mittelsmänner und natürlich Frauen. Nach den aktuellen Informationen handelt es sich sehr wahrscheinlich um das Privatgebäude des Firmeninhabers oder aber um das Geschäftsgebäude, wo man den üblichen ganzen Bürokratieaufwand pflegte. Auf dem rechteckigen Areal gab es gleich drei dieser villenähnlichen Gebäude. Das hier gezeigte ist heute leider das einzige, was noch steht, auch wenn mehr schlecht als recht. Vom restlichen Firmenareal ist nur noch schwer etwas wiederzuerkennen. Glücklicherweise half uns hier Google Erde. Vermutlich entstand dieses Gebäude in den ersten Jahren des 20. Jahrhunderts, so um 1900. Auf einer einzigen bislang bekannten Rechnung von 1908, auf welcher man das Firmengrundstück sehr gut einsehen kann, stand das Herrenhaus bereits. Die Firma Kratze verkaufte frühes Feuerwerk, ganz ähnlich wie heute. Die Rede ist von Fackeln, Blitzknallern bzw. Crackern und verschiedenen Fontänen sowie frühe Raketen. Besser gesagt, sogenannte Goldregenröhren, aber verwechselt das nicht mit den gleichnamigen Pflanzen. Gut zu erkennen ist auch die Separierung der einzelnen feuergefährdenden Stoffe, die hier gelagert wurden und zur Verwendung kamen. Auch davon ist heute nichts mehr wiederzuerkennen, die Natur hat sich alles so gut wie möglich zurückgeholt. Nach dem Ersten Weltkrieg verliert sich leider die Spur dieser kleinen Firma. Wie es auf dem Areal nun weiterging, ist unklar. Solltet ihr hier Informationen haben, dann schreibt uns doch bitte. Zu DDR-Zeiten nutzte wohl die ostdeutsche Rennfahrerlegende Hartmut Tassler Teile des Geländes. Er und seine beiden Kollegen bauten hier wohl verschiedene Fahrzeugteile, allerdings keine Spoiler und enge Chassis, so wie man es jetzt vermuten würde, sondern eher Boote für die Wasserrettung, Karussellgondeln, Surfbretter und Verkleidungen für Motorräder aus glasfaserverstärktem Polyester. Eine dieser Werkhallen, wo die drei vermutlich arbeiteten, ist heute noch vorhanden, aber auch hier fehlt das Dach. Wie es nach der Wende weiterging, darüber lässt sich nur spekulieren, aber sehr wahrscheinlich ging es nur bergab und das ohne Besitzer. Angeblich soll es wohl hier auch spuken und zu merkwürdigen und durchaus gruseligen Phänomenen kommen. Schritte und diverse Geräusche seien hier wohl auch keine Seltenheit. Allerdings konnten wir davon vor Ort nichts feststellen. Der desaströse Zustand lässt sich auf ein Feuer von 2016 zurückführen, bei dem das Ober- und Dachgeschoss schwer beschädigt wurden.
Den Rest besorgte das Löschwasser und die Witterung über Jahre ohne komplettes Dach. Entsprechend kann man das Gebäude heute nicht mehr betreten. Es ist mehr eine Kulisse als ein tatsächlich betretbares Gebäude. Vermutlich gibt es hier auch Denkmalschutz, aber eine Eintragung konnte ich nicht finden. Ich verabschiede mich jetzt von dieser recht kurzen Folge und hoffe, wir hören uns demnächst wieder. Im Anschluss gibt es natürlich noch einige viele Bilder, die wir hier schießen konnten. Gebt mir einen Daumen nach oben, wenn euch diese Folge gefallen hat. Ansonsten wünsche ich euch alles Gute, bleibt mir gesund und munter. Wir hören uns demnächst. Bis dann, macht's gut und ciao.